Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass dieser dritte Fachtag stattfindet. Sehe auch Gäste, ich sage jetzt mal von nah und fern, wenn ich das so sagen darf. Ich freue mich auch, dass der Kollege Bernhard Saltenhardt mit dabei ist, weil ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass das, was hier diskutiert wird in einer Fachtagung, dann auch in politische Entscheidungen übergehen kann. Und von daher freue ich mich, dass heute so viele mit da sind. Liebe Frau Dr. Ranzio, ganz herzlichen Dank, dass wir hier mit Ihnen in Kooperation, genauso mit der Frau Professor Friedrich, diese Fachtagung durchführen dürfen. Danke auch allen Referentinnen und Referenten. Und ich habe schon immer sehr Spannendes, der Herr Ellmayr hat mir von beiden Fachtagungen, die schon gewesen sind, ja immer sehr intensiv auch berichtet und eben auch, wie dieses Netzwerk immer mehr wird, und wir erleben es ja daran, allein wenn man hier durch unsere Eingangshalle, durch die Rotunde läuft und sieht, was denn eben auch für Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, das ist eben das Entscheidende. Es gibt die Möglichkeiten, aber nutzen wir sie oder warum nutzen wir sie nicht? Und was könnten wir noch mehr tun, um das eben nutzbar zu machen? Und ich habe vor kurzem den Zukunftsforscher Professor Carstens erleben dürfen bei uns in Oberfranken, und der hat den Satz gesagt: Mit der Digitalisierung gibt es eine Neuvermessung der Welt. Ob es jetzt gleich eine Neuvermessung wird, aber es wird eine Veränderung irgendwo schon geben. Wir merken es ja selber. Ich erinnere mich noch, wie ich in den Landtag gezogen bin. Da war das Fax das, was man gesagt hat, was man braucht. Inzwischen ist es so, kommt man um E-Mails und sonstige Dinge überhaupt nicht mehr drum herum. Ich erinnere mich, die ersten Notizen habe ich immer gemacht und dann zugefaxt an meinem Büro und hin und her. Das ist out. Also das ist im Grunde genommen, und das ist noch keine 10, 15 Jahre her. Also das heißt, es ist unwahrscheinlich viel geschehen. Und trotz alledem, wenn wir vom Bereich Pflege und auch Gesundheit sprechen, dürfen wir nie vergessen, dass wir auch die Menschen mitnehmen müssen. Dass das ein ganz sensibler Bereich ist, wo es eben auch darum geht, dass es eben nicht die Angst da sein sollte, dass jetzt irgendeine Maschine irgendwen ersetzt, sondern unterstützt und hilft. Und dann eben so unterstützt und hilft, wie Sie es gerade geschildert haben, dass es dann auch wieder Not oder gut ist für das, was wir eben in Zukunft auch durchaus Menschen brauchen, die eben versorgen und pflegen. Es gibt eben viele neue Daten, viele neue Geräte, ungeahnte Möglichkeiten, auch für die Behandlung, eben auch für die Versorgung, aber auch für die Pflege. Und das zum Wohle der Menschen voranzubringen, das ist das, was unser ganz großes Anliegen ist. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir natürlich Qualität, Effizienz, das sind so Schlagworte, aber nicht nur, aber das sind auch Gewinne davon. Und das sind ja manchmal wirklich ganz Kleinigkeiten, die ja auch Pflegenden und Pflegepersonal helfen können, wenn ich den vielleicht etwas gewichtigeren zu Pflegenden nicht mehr selber heben muss, sondern mir irgendeine technische Möglichkeit geschaffen wird, dass das abgenommen wird. Dann ist das ja eine Hilfe und hat nichts damit zu tun, dass man nicht den beim Versorgen sehr wohl Hand angreift und er die Zuneigung spürt irgendwie, sondern dann ist es Unterstützung und Hilfe. Und das ist mir so ein Anliegen, dass wir wirklich erkennen, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu ersetzen, sondern zu unterstützen und gleichzeitig die Möglichkeiten zu nutzen, auch der Daten. Wir haben es jetzt gerade im letzten Vortrag auch gehört. Klar sind Daten sehr sensibel, aber gleichzeitig manchmal wundere ich mich auch, wie Daten wiederum oder Daten Schutz oder Souveränität, egal wie man es nennt, eingesetzt werden kann, wenn wir die dann der Pflegebedürftige sagt, er will keine Kontrolle haben, wo man sich fragt, will er es wirklich nicht oder ist jemand anders, der vielleicht sagt, braucht es das, und gleichzeitig, wenn dann was passiert, heißt es, hat denn niemand hingeschaut. Auch das gehört zur Datensouveränität mit dazu, an der Stelle einfach auch mal genannt. Ich bin deswegen wirklich froh, dass wir diese Fachtage haben, dass diese Vernetzung da ist. Und gerade weil die Zahl der Pflegebedürftigen ja steigt. Prognosen gehen von 3,4 Millionen Menschen im Jahr 2030 aus, die Pflege benötigen. Das heißt aber auch, dass es gerade die Pflegebranche, wenn ich das so sagen darf, auch wirklich ein Wachstumsmarkt. Gesundheitspflegewirtschaft sind eben wahnsinnig viele Arbeitsplätze, die hier auch mit vorhanden sind,
Und wie schon gesagt, aber wir brauchen da auch die Unterstützung, wir brauchen da auch die Möglichkeiten, eben wenn es darum geht. Warum brauchen wir es? Wir brauchen es erstens, können digitale Hilfsmittel Pflegekräfte und pflegende Angehörige entlasten. Klar ist der Pflegeroboter im Moment noch ein Nischenprodukt, aber man muss sich schon mal überlegen, was kann er und was kann er auch nicht. Ich sehe durchaus auch eben Grenzen, aber man muss auch sich überlegen, wo kann auch Positives bewirkt werden. Und es ist für mich auch entscheidend, wenn man so die Leute fragt, da ist der Standpunkt der Deutschen eigentlich eindeutig, die sagen, 83% der Bundesbürger können sich vorstellen, einen Service-Roboter zu Hause zu nutzen, um möglichst lange im häuslichen Umfeld zu bleiben. Also die haben ganz klar die Vorstellung, wir wollen möglichst lange zu Hause bleiben und sind doch dann auch gerne bereit, Unterstützung anzunehmen, so nach dem Motto, das ist doch eigentlich gar nicht die Frage. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass wir immer überlegen, was ist der Hauptwunsch der Menschen und was sind die denn auch dann durchaus bereit. Ich meine, Sie kennen die Dinge, technische Ansätze, um Pflegende im Alltag zu entlasten, elektronisches Pflegetagebuch mit Erinnerungsfunktionen für Termine, Rezepte, Medikamentenbestellung und vieles mehr. Das ist ja einfach hilfreich und würde niemand jetzt gleich empfinden, dass er jetzt dadurch abhängig nur noch von der Technik ist, sondern ich glaube, das würde er einfach auch als Unterstützung und Hilfe empfinden. Oder ich denke an die App, die den Pflege- und Betreuungsaufwand eines Angehörigen koordiniert oder Online-Portale. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die man, glaube ich, schon nutzen kann, ohne dass man jetzt nicht für manche Bereiche auch einfach schlichtweg natürlich notwendig ist, dass ein Mensch da ist, dass jemand da ist, der kommt, auch die sozialen Kontakte und all diese Dinge. Das möchte ich eben ganz klar hier artikulieren, dass das sehr wohl sehr wichtig ist. Also erstens, ich glaube, es ist wirklich, dass es hier Hilfsmittel gibt, die entlasten könnten. Zweitens unterstützen ja technische Hilfsmittel die Pflegebedürftigen selbst, wenn es eben also nicht nur für die, die sozusagen zu versorgen haben, sondern auch die versorgt werden, wenn es eben darum geht, automatisch Alarm bei Stürzen, intelligente Kleidung, die in Notfällen Hilfe verständigt, Sensormatten und so weiter, Beleuchtungssteuerung, Dekubitusprophylaxe, da gibt es ja wirklich einiges, was man nutzt. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man hier noch weiter voranschreitet und das dann auch tut. Oder innovative Ortungssysteme für desorientierte Menschen oder der intelligente Rollator, der einen dann eher wieder mal nach Hause bringt, wenn man es denn einfach vielleicht mit einer beginnenden Demenz nicht mehr so gut schafft und man eigentlich ganz froh ist, nicht an jeder Wegkreuzung fragen zu müssen und dann vielleicht irgendwie auch nicht mehr weiter zu wissen, sondern dass man da ein Hilfsmittel hat, das eben entsprechend unterstützt. Und ich glaube drittens, dass ein Interesse innerhalb der Gesellschaft da ist. Innovative Technik- und Assistenzsysteme werden in meinen Augen auch immer, ja, die Leute werden daraufhin neugierig und nutzen ja auch manche Dinge immer selbstverständlicher. Also ich glaube, es gibt eine Anzahl an älteren Menschen, die können wirklich nichts damit anfangen. Ich glaube, auch die wird es geben. Für die ist jede Tastatur schon eigentlich schon zu viel Technik. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele ältere Menschen, die richtig technikaffin sind. Das braucht man nur manchmal in soziale Medien so reinschauen und wer so alles sich auch dort bewegt. Das sind nicht nur die unter 30-Jährigen, sondern da sind ganz viele auch über 60, 70, 80, gar noch älter dabei. Also das ist so, dass da einfach in meinen Augen ein ganz großes Interesse auch in der Bevölkerung mit da ist. Und ich glaube, dass diese Berührungsängste, die wir haben, dass diese Berührungsängste in meinen Augen manchmal auch berechtigt sind, die muss man auch ernst nehmen, aber dass wir gleichzeitig auch sie ein Stück abbauen müssen. Abbauen insoweit, dass es eben, das werden wir nachher auch bei der Ausstellung sehen können, was es da alles für wirklich intelligente, gute Möglichkeiten gibt. Und abbauen eben, dass es nicht darum geht, dass man jetzt nur noch eine technisierte, durch kalte, kühle, wie auch immer, Welt haben will, sondern dass es einfach diese Unterstützungen braucht und benötigt. Und ich glaube, es ist viele Bereiche gibt, wo sich schon die letzten Jahre ganz viel entwickelt hat, was wir selbstverständlich gerne annehmen. Kein Mensch möchte auf den Kühlschrank oder sonstige Dinge verzichten. Aber auch eine technische Errungenschaft. Also was ich sagen will, ist, es ist auch notwendig, dass man mit der Technik ein Stück mitgeht, auch gerade im Pflegebereich.
Und ich behaupte, dass der Pflegebereich in manchen Dingen auch wirklich Vorreiter ist. Wenn ich dran denke, allein an Möglichkeiten der Architektur, die genutzt werden im Pflegebereich. Farbgestaltung, wenn es darum geht, Demenzkranken durch Bodenpflege eine Schranke aufzuzeigen, dann sind wir da in den Senioren, in Altenheimen viel weiter als in den Krankenhäusern. Obwohl da manchmal die Menschen ähnlich dort sind, das auch benötigen. Also ich glaube, dass man gerade im Pflegebereich in vielen Dingen eigentlich Vorreiter ist aus der Notwendigkeit heraus. Und dass man das auch weitergehen kann. Wie schon gesagt, ich erlebe das in manchen Bereichen, wo ich der Auffassung bin, dass man durchaus hier noch weiter was tun kann. Und deswegen glaube ich, dass wir den Nutzen stärker in den Vordergrund stellen sollten. Da wäre es vielleicht auch spannend, wenn in der Pflegeausbildung digitale Kompetenz mit aufgenommen werden könnte. Also einfach, dass man da schon mal mit in Berührung kommt, dass man da erfährt, was kann man denn mitmachen, dass es einfach ja, dazugehört, wie ich eben andere Dinge auch lerne. Ich glaube, das wäre einfach gut und notwendig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, wenn die Pflegekassen, wenn das, was dann sozusagen in die Umsetzung gehen kann, eben auch mit unterstützt werden würde. Und nicht nur, dass man sagt, naja, jetzt braucht er ja das nicht mehr, sondern man muss trotzdem vielleicht Zeit noch, um demjenigen zu erklären, wie es funktioniert, wie es genutzt wird. Und kann nicht nur einfach sagen, jetzt ziehen wir das ab, wo du vorher den Patienten gehoben hast. So, ich muss ja trotzdem sagen, wie muss er draufsteigen, wie ist es. Also man muss es, glaube ich, eben in einem vernünftigen Miteinander tun. Und wir als Freistaat Bayern sind ja auch immer wieder nicht nur mit diesem dritten Fachtag und mit dem, was hier auch schon eben entstanden ist, sondern es gibt ja auch den Bayerischen Innovationspreis Gesundheitstelematik, wo ja auch wieder ganz spannende Produkte und ja, Forschungsergebnisse und auch wirklich eine Umsetzung dabei gewesen sind, wie intelligenter Rollstuhl zum Beispiel und all die Dinge, die eben hier mit dabei sind. Und da ist immer auch wichtig, dass es im Grunde genommen intuitiv nutzbar ist. Also sprich, dass man gar nicht so überlegen muss oder eine riesen Anleitung braucht, sondern dass es einfach, man sich quasi reinsetzt und man schon automatisch das tut oder der Rollstuhl dann das tut, was man sich so vorstellt. Das ist, glaube ich, mit sehr wichtig. Wir hatten im Februar ja auch mit dem Horst Seehofer von Digitalisierungsgipfel, wo es auch darum ging, dass wir hier in Bayern noch weiter vorankommen wollen. Wir werden da auch von unserem Gesundheits- und Pflegebereich einiges mit anmelden und eben hier in diesem Masterplan Digitalisierung dann hoffen, dass das mit aufgenommen wird. Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Das neue Netzwerk Pflege Digital Bayern, was sich ja auch aus diesen Fachtagungen gegründet hat, ist da eine wichtige Ideengeber auch, weil ich sage immer so schön, wir im Ministerium können nicht alles wissen, aber wir müssen offen sein dafür, was es gibt und schauen, wie kann man es auch verwenden, was kann man damit tun. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in meinen Augen ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten, deswegen so eine Veranstaltung wie heute, sehr, sehr sinnvoll mit Praktikern, das, was an ja, Theorie, soweit man das so sagen darf, da ist, zu verknüpfen und gleichzeitig dann das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich darf mit Professor Karstens, habe ich begonnen, und ich möchte ihn mit ihm auch schließen, der nämlich auch in dieser Veranstaltung gesagt hat, ich zitiere ihn, die Technik ist nicht in der Lage, soziale Probleme zu lösen. Die digitale Welt ist schließlich nicht besser oder schlechter als die analoge, nur eben anders. Zitat Ende. Aber man kann sie, und schließlich hinzu, nutzen und nutzbar machen, um das eine oder andere an Herausforderungen auch zu lösen. Und hinter all der Technik stehen auch Menschen, die die Technik erfunden haben und zum Nutzen für andere Menschen einbringen. Und in diesem Sinne freue ich mich, darf mich nochmal bedanken bei den Partnern, beim MDK, beim VDE Bayern für die Kooperation, darf mich aber auch bei Herrn Elmay und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die dieses Themenfeld bei uns im Hause auch voranbringen und unterstützen. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an alle, die aufgeschlossen dafür sind im Pflegebereich, aber auch denjenigen, die eben den Bereich
der Digitalisierung bei uns in Bayern auch die letzten Jahre schon vorangebracht haben. Ich freue mich auf Diskussionen, Rundgang und dann eben auch noch in Austausch mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank.